Und damit hallo und herzlich willkommen zu Scorn. Was ist Scorn? Scorn ist eher so ein Ekel-Horror-Spiel. Es geht auch, glaube ich, relativ kurz, habe ich gelesen. 4 Stunden vielleicht denke ich mal 5, je nachdem wie gut man und schnell man ist. Es hatte Puzzles drin, es hat Shooter-Einlagen, es hat eklige Monster und sonstiges. Es erinnert ein bisschen so an, falls jemand die Alien-Filme kennt, diese ekligen, organischen Gänge und sonstiges. Scorn ist ja vor Ewigkeiten schon mal angekündigt worden, war jetzt ewig in Entwicklung. Kostet, ich glaube, 35 €. In Keyshop kriegt das relativ auch günstiger. Ich glaube, für 25 habe ich es gesehen. Es gibt es auch im Game Pass. Ich habe mir jetzt den Game Pass Ultimate geholt und habe es jetzt darüber gespielt. Gibt es für PC und Xbox. Gibt es, glaube ich, auch über den Epic Shop. Nur so mal als Info nebenbei. Gehen wir doch mal rein. Helligkeit passt so. Ihr könnt euch jetzt schon vorstellen, wie es ausschaut, ne? Also, ich habe viele gelesen, die es echt gut fanden. Ich habe auch einige gelesen, die Probleme mit den Puzzeln hatten. Schauen wir mal. Blablabla. Effektqualität, wie sing aus? War wie sing an? Keine Ahnung. Maximalbild ist 60, das passt auch. Schatten machen wir immer runter. Texturen, Kantenkleider, Nachbearbeitung. Auch runter, Mittel. Auch Mittel. Visuelle Effekte hoch. Ich tue immer die Schatten immer weg runterstellen, weil ich habe ja... Ist das jetzt automatisch drin oder nicht? Oder muss ich das irgendwie bestätigen? Hallo? Ist das jetzt eingestellt? Ja. Okay. Warte mal, Sound können wir noch schnell mal machen. Audio, allgemeine Lautstärke, Soundmix, Kino. TV-Bildschirm, Kino. Lass uns mal Kino. So. Ey, lass uns mal oben. Okay. Slotwellen. Hallo? Was magst du Spiel? Wo ist mein Mausanzeiger? Da. Neuladen. Hä? Alter, das schaut schon so fucking eklig aus, Alter. Sieht aus wie daheim unterm Sofa. Dem geht's gut, ist nur eine Fleischwunde. Ich finde den Style halt mega. Die Frage ist bloß, trägt sie übers ganze Spiel? Wobei 4 Stunden kann man auch sich mal ein bisschen durchkämpfen. Wolltest du eh was mit Ballern? Naja, viel Ballern ist da eher, glaube ich, nicht. Also so ein Mittelding. Zwischen Schleichen, Ballern, Rätsel lösen, etc. Mensch, Junge, zieh dir mal was an. Wenn ich jetzt das ausmache? Ja doch, das passt schon, damit hier nicht alles... Achso, da brauche ich was dafür, ne? Also die Wände sehen schon geil aus. Kann ich rennen? Ja. Crouchen? Kann ich nicht. Okay, da kann ich nicht rein. frage, ob man irgendwas aufmachen kann. Das hat ein bisschen was von Ding. Das schaut ein bisschen wie aus. Wie heißt das? Prometheus oder sowas? Das ist auch so ein Alien-Ding gewesen. Ich glaube, wir müssen irgendwas finden, um aufzumachen. Das könnte da oben sein. Ist das was für mich? Ja klar, steck die Hand rein, Alter. War alles klar, Assassin's Creed Weltall. Ich erinnere mich auch vor dem Film Prometheus. Ich muss zugeben, ich habe den nie angeschaut. Ich habe mir immer vorgenommen, den anzuschauen. Ich mag ja das ganze Alien. Was ist das? Irgendwelche Blutkapseln. Hä? Hä? Oder ich hätte es wieder verschließen können wahrscheinlich, ne? Jetzt ist es auch vorbei. Wer macht denn das alles sauber? Kann ich springen? Ah. Schau, was ich jetzt den Kopf darstellen soll. Sag mal, hat der Junge kein Problem, in jedem Ding seinen Finger reinzustecken, Alter, was er da findet? Das ist doch einfach nur ekelhaft. Funktioniert wahrscheinlich noch nicht, oder? Muss ich erst was machen. Alter, was ist jetzt los? Schienen? Was sind denn bei dem Spiel die Mädels sind? Es ist schon irgendwie geil ekelhaft. Aber der Typ ist schon echt durch, Alter, wenn dann alles seine verdammten Griffe reinsteckt. Mir das jetzt? Muss ich da was hinbringen? Kann ich da was aktivieren? krasse Tore, aber nicht ein bisschen zu übertrieben. Was ist das schon wieder? Kunde am Dead End. Erstmal schleimige Löcher stopfen, ja. Oh, das schaut aus, wie wenn ich meinen Finger reinstecken kann, passt. Von mir halt einfach ohne zu zucken, einfach so, okay, da kann ich meinen Arm reinstecken, passt. Ich bin dabei. Ah, okay, da glaube ich, muss ich es dann hinbringen. So wie es ausschaut. Was ist das schon wieder? Ja, alles klar, stecken wir unsere Griffe rein. Das ist ein Aufzug, oder? Also hier schaut es aus wie Sau, aber an die Sicherheitsvorkehrungen in den Fahrstühlen wird gedacht. Hauptsache ein kleines für den Rand was fährt raus. Tuff, tuff, die Ekeleisenbahn fährt los. Das geht nicht, da fehlt mir was. Wo ging es jetzt da wieder in die Mitte? Nein. Wo ging es jetzt da schon wieder hin? Alter, Leute, ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Hier gibt es so viele Ecken. Diese Art von Steuerung war anfühlen. Warum muss ich da an die Szene von South Park denken mit dem Totengräber, wo die Leiche geklaut wurde, mit dem Korn-Ding? Wo der zeigt, ja, das macht ein Leichenschänder. Wo er so ein Glas mit irgendeinem Clipper nimmt, Alter. Scheiße, South Park, ne? Das ist voll irgendwie der Eiertransporter. Oder was das sein soll. Hä? Kornkräfte aktivieren. Alles klar, was zum Neistecken. Los geht's. Ne, ja, ist jetzt schon Profi drin. Tolles Gerät, da ist noch nicht mal was. Alter, wie zur Hölle schaue ich denn aus? Zieh dir mal was an, ich kann deine Organe sehen. Naja, er ist jetzt Profi, der hat das jetzt schon 10-mal gemacht. Deswegen kann er das jetzt sehr gefühlvoll. Okay, wahrscheinlich müssen wir hier auf jeden Fall das hin transportieren. Das haben wir ja schon gesehen. Das heißt, wir müssen da lang. Okay, die Abzweigung müssen wir dann machen. La 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 la. Da. Warte mal, müssen wir uns da drauf gucken? Scheiße, ich kann das schieben. Hä? Ne, ich kann es nicht schieben. Also müsste ich es wahrscheinlich mit dem auf die Schienen stellen? Ja, aber das hat ja nicht funktioniert, soweit ich weiß, ne? Hä, Alter, fahr doch runter. Ah, okay, ich kann es mit der Steuerung dann auch. Ah. Also links, rechts? Nee, wenn ich oben bin. Da greift er jetzt nach oben, ne? Ja. Scheiße, diese Schleimkräne waren früher auch mal besser. Stimmt, da war noch... Oder war... Da muss ich dann, glaube ich, aufladen, oder? Schieben wir uns mal die Kugel wieder ins Gesicht. Oder oval. Das war so. Guten Abend, Halifax. The game name is Scorn. Xbox, PC, Steam, Epic Store, Game Pass. Und yeah, I think you can play it with controller. I play with mouse and keyboard. Release war today. Oder was today. So. Warte mal, wie wollte ich jetzt daraus so? Also die Weichen habe ich jetzt gestellt, das müsste jetzt passen. Oder nee, warte mal. Was konnte ich auf der anderen Seite mit den Weichen machen? Nee, da war ja nix. Oder kann ich... Vielleicht kann ich auf den anderen Seiten was reinholen. Auf jeden Fall ist viel Rätsel mit drin. So was goes international. So irgendwas muss es ja gut sein, wenn man lauter englische Spiele spielt. Why you don't play Fortnite? I'm not a big fan of Fortnite, oder... I have not a problem with the guys who plays it, but not my game. Wo war denn jetzt das? Wo geht's denn da schon wieder hin? Fortnite is very scary. Was ist da schon wieder? Schaut aus wie so eine Maske. Wo bleibt die Müllabfuhr? Was kann ich jetzt da wieder machen? Na, okay, da muss ich wieder was aufladen. Das hier wirklich aufladen. Ich glaube, der hat Angst. Hat er mir einen Schädel aufgeschlitzt? Ich glaube schon. Da ist wieder die Tür. Waren wir da schon? Okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich das Scheißding jetzt da eigentlich hinbringe. Wahrscheinlich müsste ich es drehen, aber wie kann ich das drehen? Krass geil, schleimig, rätselhaft und Schusselöcher. Das ist das perfekte Game für einen guten Abend. Ich weiß nicht, wie ich das aktivieren soll. Das wird hier doch sogar angezeigt. Leider nicht. Ist da komisch? Warum kann ich da nichts machen? Hm. Das macht ja auch nichts. Genau, damit aktiviert man es bloß. Damit wird wahrscheinlich auf den Sitz was auffüllen. Da versucht man es zu öffnen, das rechte ist dann dafür da, dass man es... Das Ding ist, ich krieg's halt nicht gedreht, das ist mein größtes Problem momentan. Ich denke mal, bei dem Pizzaschneidersitz muss man wahrscheinlich irgendein Item transportieren und das dann aufschneiden. So hätte ich jetzt mal interpretiert. Aber ich kriege halt unten das Ding nicht gedreht, das ist mein Problem. Ich meine, das wird hier angezeigt, man sieht, dass es hier leuchtet, aber ich kann es halt nicht nutzen. Weil ich müsste halt diese Plattform drehen, damit er an dieses Gitter kommt, dass er das dann aufnehmen kann. Da, ich denke mal, der wird es hier festnehmen müssen. Oder muss ich noch irgendwas finden vielleicht? Wir gehen mal nochmal auf. Vielleicht findet man oben irgend noch was. Warte, was ist das da? Ah, da muss ich noch was machen. Wahrscheinlich muss ich es erst ausrüsten. Wow, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Wahrscheinlich muss ich erst was runterbringen, damit ich das unten verwenden kann. Oh. Das war's definitiv nicht. Deswegen, man muss das hier oben machen, damit er runterfährt und dass du das unten nehmen kannst. Und da unten musst du wahrscheinlich dann das Ei irgendwie aufschneiden oder weiß der Geier was und dann als Beschwerung nehmen oder wie das ausgeschaut hat. Wie weit kann ich eigentlich hinterfahren? Da ist keine Verbindung. Fuck. Ja, ja, das habe ich schon mitbekommen, dass das scheinbar... dass man da echt viel machen muss. Hätte ich auch nicht erwartet. Okay, da bringt's gar nichts. Den müssen wir ja vorbringen. Dazu müssen wir aber die Zweierdinger da wegbringen. Oh, das ist ein einzelnes. Kann ich die so kaputt machen? Damit ich da Platz schaffen kann? Ne, die nimmt man nicht, weil es inaktiv ist. Okay, ich muss das echt wegschaffen. Huiuiui, andere Seite geht nicht. Nein, das ist ja natürlich kaputt. Also ich finde es ganz lustig, vor allem, weil man es halt nicht erwartet hat, was man da machen muss. Oh man, da schnappe ich jetzt das runter. Nimm das einzelne. Ja, ich dachte auch, dass es ein Horror-Shooter ist, bis ich halt auf den Reviews gesehen habe, dass das scheinbar sehr in die Richtung geht. Nee, das muss ich da hochbringen. Ah, so könnte es vielleicht funktionieren. Das sind die neuen IKEA-Dinger, ey. Sie haben schleimige Eier zu Hause an der Wand hängen? Jetzt nicht mehr mit diesem neuen IKEA-Wandregalschieber. Er schiebt eure schleimigen Eier wohin. Oh weh, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. Ja, jetzt haben wir's. So, jetzt aber. Okay, der schiebt eure schleimigen Wandeier hin, wo ihr wollt. Jetzt mach's nicht kaputt, das war ein Haufen Arbeit, okay? Sehr gut. Verdammte Maschine. Da hängt wer drin. Okay, wir haben Bob da rausgeholt, mal schauen. Mach's gut, Bob. Gute Reise. Wir sehen uns dann unten. Und viel Spaß, du kommst dann später zu dem Pizzaschneider, Alter. Bob fährt weg.